Hallo Leute, ich bin Silu und heute habe ich mal wieder was aus meiner Heimat für euch. Der Whisky, den ich euch heute mitgebracht habe, ist tatsächlich sogar in zweifacher Hinsicht aus meiner Heimat. Es handelt sich nämlich mal wieder um einen Whisky meets Wine vom Whisky und Genuss in Dresden. Das bedeutet, wir haben einen Single Malt Scotch Whisky, der in sächsischen Weinfässern nachgereift ist. Das heißt, so ein bisschen was aus der schottischen Heimat und so ein bisschen was aus der sächsischen Heimat vereint. Ist sich ja auch vom Wort her sehr ähnlich. Genau, diesmal habe ich euch mitgebracht den einen Tullibardin, gefinisht im Radebeuler Spätburgunderfass. Genau, ist aus dem Jahr, also ist abgefüllt worden 2012. Und Tullibardin ist eine Brennerei in Schottland, die liegt relativ, für meine Verhältnisse relativ südlich, genau am Beginn der Highlands, so zwischen Glasgow und Edinburgh und noch so ein kleines bisschen nördlich davon. Genau. Ihre Wasserquelle ist der Dannyburn, das wird euch jetzt ganz, ganz, ganz viel sagen, auf jeden Fall. Und die gibt es schon seit 1886, 82, irgendwie sowas in der Drehe. Ist natürlich wie die meisten schottischen Destillerien schottisch gegründet, gehört inzwischen einem größeren Konzern. Und dort gab es aber schon seitdem auf dem Gelände in Blackford gab es schon seit 1200 und eine Brauerei, also sehr viel alkoholische Tradition ist dort vorhanden in dieser Region. Und was ich ganz interessant finde, die haben relativ zeitig, also so 2012, 2015 rum, angefangen mit Weinfässern zu arbeiten. Das heißt, die haben einen Brand, der, sag ich mal, gut harmoniert mit Weinfässern. Und von daher ist es eine gute Idee gewesen, denen ein Spätburgunderfass aus Radebeul zu füllen. Kommt vom Weingut Schwarz in Meißen. Und gab 456 Flaschen. Der ist jetzt schon ein bisschen alt. Wie ihr merkt, habe ich nicht gerade so viele Videos gemacht in letzter Zeit. Er ist also schon aus dem letzten Jahr. Ich weiß nicht, ob es noch Flaschen gibt, aber ich denke, wenn ihr Rico und Roy einfach anschreibt bei Whisky und Genuss, dann können die euch das auf jeden Fall sagen. Und vielleicht ist ja noch irgendwo im hintersten Regalfach eine Flasche übrig, die ihr ergattern könnt, wenn ihr wollt. Zum Whisky selbst, ich finde die Farbe einfach total toll. Und wie ihr seht, es ist sehr kalt. Es ist ein spontaner Wintereinbruch gewesen bei uns. Auch berechtigt, ne? Ende November. Aber Winter ist Winter und ist kalt. Und ich persönlich mag dann im Winter immer sehr diese sehr fruchtigen, sehr kräftigen Whiskys. Also gar nicht mal unbedingt Rauchmus, sondern einfach dieses dunkle Farben, süße Aromen, so dieses weihnachtliche, schwere, das mag ich vor allem im Winter sehr gern. Ui. Der Korken hat ein bisschen geklebt. Und dann fülle ich mir einfach mal was ein. Ist natürlich auch wieder hervorragend, dass ich im kältesten Wetter darauf komme, oh, heute drehe ich mal ein Whisky-Video. Weil das ja dann natürlich immer für den Geschmack nicht ganz so praktisch ist. Ich stelle die mal neben mich. Aber deswegen habe ich mir extra ein Glencairn-Glas ohne Stiel ausgesucht. Das kann ich nämlich schön zwischen meinen Händen warm machen. Und also solange meine Hände noch warm sind, gebe ich den Rest meiner übrigen Körperwärme an meinen Whisky ab, so wie sich das gehört. Und ich habe den natürlich auch schon ein, zwei, dreimal vorher probiert und kann ihn daher so ein bisschen einordnen. Er ist auf jeden Fall sehr kräftig, sehr süß. Jetzt hier ein bisschen zögerlich, einfach weil es halt so kalt ist. Ne? Also wir haben minus 5 Grad. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr fruchtig, sehr hell von den Früchten, wo ich ihn zu Hause immer so ein bisschen dunkler von den Früchten her eingeschätzt habe. Hier wirkt er jetzt sehr
naja, so süße Weintrauben, aber schon so die roten, nicht die grünen. Die grünen sind ja immer so ein bisschen säuerlicher, eher so diese roten Weintrauben. Birne, aber ruhig auch so ein bisschen schon kandiert und Äpfel und sowas in die Richtung. Also helle Früchte habe ich hier auf jeden Fall in der Nase. Ich kann jetzt tatsächlich gar nicht sagen, weil es nicht auf der Flasche steht, ob er kühlgefiltert ist oder gefärbt, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht so ist, weil die Jungs machen sich da ja echt den Aufwand. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem anderen Video erzählt. Von der Reihe gibt es ja jedes Jahr einen neuen. Und die fahren halt wirklich einfach, die backen sich die zwei Fässer vom Weingut in ihren Caddy, fahren da hoch, liefern die Dinger ab und holen dann am Ende den in Flaschen gefüllten Whisky ab. Also so einen Aufwand machen die beiden sich, glaube ich, nicht für einen gefärbten und kühlgefilterten Whisky. Von daher, und bei einem Spätburgunder, es ist ja ein roter Wein. Ihr seht, ich kenne mich super mit Wein aus. Ich glaube, Spätburgunder ist rot. Was ja gar nicht so häufig ist. Sachsen ist ja eher eine nördliche Weinregion und eigentlich wächst bei uns hauptsächlich Weiß. Es gibt aber so ein kleines bisschen noch so ein paar Hänge, wo roter Wein wächst. Und ja, da erstmal so ein Fass zu kriegen, ist ja schon gar nicht so einfach. Und dann gibt der natürlich ordentlich Farbe ab, ne? Das ist ja quasi natürlicher Farbstoff, wenn du das in so ein Rotweinfass kippst. Das Coole ist übrigens, diese ausgelaugten, benutzten, fertigen Fässer, die werden hier nicht weggeschmissen, sondern die Jungs bauen daraus Möbel. Die haben eine Böttcherei an der Hand und ich glaube, sie sind selber auch Tischler oder sowas und stellen da halt einfach Bars und Tische und Bänke und Schaukelstühle und alles Mögliche draus her. Könnt ihr auch bei denen auf der Website finden, finde ich mega cool. Ich hatte nur bisher nicht so den Platz, mir sowas hinzustellen, aber meine Eltern haben eine Fassbar. Und vielleicht schaffe ich es dieses Jahr zu Weihnachten mal in meinem alten Kinderzimmer, jetzt dem Whisky-Salon, mal ein Video zu drehen. Also das ist echt schön geworden. Da steht auch so eine Whisky-Fassbar. Er hat auch so einen leicht getreidigen Touch drin, aber ich kann Dinge noch nicht so richtig verorten. Aber er wird auf jeden Fall auch kräftiger, je wärmer er wird. Slange. Er ist schon herber im Geschmack. Jetzt so, als wie er riecht, ne? Riechen tut er eher wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Fruchtcocktail. Und geschmacklich kommt schon so dieses Getreidige, was ich gerade in der Nase hatte, wesentlich mehr raus. Also da ist er malziger, da ist er herber, da ist er auch holziger, mehr so dieses. Man schmeckt, finde ich persönlich, diese europäische Eiche raus. Ne? Also ich habe einfach momentan das Gefühl, bei vielen Whiskys deutlich zu schmecken, okay, das ist amerikanische Weißeiche, weil die ist sehr süß, hat extrem diese Honignoten und dieses frische, knackige. Wohingegen so diese europäische Eiche, das ist immer so ein alter Keller und so richtig herbes, derbes Holz, ne? So fast unfreundliches Holz. Es ist so ein bisschen grantig und ja, einfach so ein bisschen auch grau und nicht ganz so frisch und hey und so wie die Amerikaner eben sind, sondern eher so ein Europäer halt, so dieses. Und genau, das hatte ich jetzt so ganz, ganz vorne auf der Zunge liegen, so dieses alte europäische Eichenfass, was schon so drei Revolutionen erlebt hat, was einfach Geschichte in sich hat. Und danach kamen so ein bisschen diese hellen Früchte wieder durch. Aber da muss ich nochmal probieren, um das Ende nochmal so ein bisschen. Mich hat die Eiche sehr beeindruckt, wie ihr merkt. Der wird auch jetzt
Nach dem ersten Schluck, finde ich, verändern die ihren Geruch immer noch mal so ein bisschen. Und jetzt hat er so eine Zitrusnote irgendwie drin. Der wird so ein bisschen säuerlicher. Gar nicht mehr so krass die kandierte Birne. Eher so die kandierte Zitrone. Ich weiß nicht, ob das schmeckt. Und auch im Geschmack ist es nicht so richtig, diese Birne, die ich da hatte. Vielleicht war ich da auch fehlgeleitet, ich weiß es nicht. Es ist jetzt eher so, halt wie man das so von so einem trockenen Rotwein kennt. So ein bisschen herb, Tannine und schon eine fruchtige Note drin, aber eher was Dunkles. Nicht so süß, nicht so, das war knapp, nicht so fruchtig, sondern eher halt, ja, so ein frisch, schöner, schwerer, trockener Rotwein. So. Ja. Aber das ist... wie gesagt, ich mag das im Winter, so diese kräftigen, ne? Gerade auch jetzt, wenn ich hier so im Kalten auf meinem gefrorenen Baumstamm sitze. Und dann hast du so einen sehr kräftigen, sehr warmen Whisky im Bauch, der so ein bisschen, der macht wie so Lagerfeuer von innen. Und ja, das gefällt mir sehr. Und dann kommen natürlich bei diesem Whisky einfach auch so ein bisschen die, ja, der wird auch leicht trüb. Ja, der wird leicht trüb. Also ich kann euch sagen, da ist ein Naturprodukt. Der ist auch gut belassen. Und mir gefällt eben diese Geschichte, dass wirklich eine Brennerei ausgewählt wird, dass jedes Jahr eine andere Brennerei mal dran ist, dass man halt auch ein bisschen Varietät drin hat. Dann kommt das in ein bestimmtes Fass und dann, ja, ich finde das immer ein sehr individuelles Experiment. Und ich finde das halt cool, dass das jedes Jahr auch was anderes ist. Und genau, preislich kann ich euch, wie gesagt, dadurch, dass es gab 456 Flaschen, ich habe Flasche 275. Ich weiß nicht, ob der noch verfügbar ist. Ich kann euch deswegen auch nicht wirklich Infos zum Preis geben, aber die halten sich meistens in einem humanen Bereich, irgendwo zwischen 60 bis, ich glaube, der teuerste war aber 80, wenn überhaupt, ne? 60 bis 80 Euro für 0,5. Und hat eine ganz normale Trinkstärke mit 46%. Also da haben dieses Jahr, also letztes Jahr war da nichts Außergewöhnliches. Aber auch da wird immer mal hin und her experimentiert. Und ich kann es euch, wie gesagt, nur empfehlen, wenn ihr so ein bisschen auf Weinfinish steht und da so ein bisschen euch durchtasten wollt. Und natürlich allen aus der Region Sachsen kann ich es nur wärmstens ans Herz legen. Und genau, deswegen kriegt dieser Whisky von mir 8 von 10 Punkte. Ja, weil preislich immer top und bisher bin ich da noch nie irgendwie auf die Nase geflogen mit denen. Die waren jedes Jahr sehr individuell und sehr lecker. Und genau, ich werde jetzt den Rest meines Drums hier in der Sonne, in der Kälte genießen und dann mich nach Hause huscheln und vielleicht noch einen zweiten trinken. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lange.